fertig. Los! Sportlich, aktiv und körperlich fit. Wer möchte das nicht sein? Auch Menschen mit Hämophilie werden heutzutage dank der ausreichenden Verfügbarkeit von Faktorkonzentrat zu einem körperlich-sportlichen Lebensstil ermutigt. Doch so eine Lebensweise ist meist nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch mit einem Zeit- und häufig auch Geldaufwand verbunden. Warum lohnt es sich trotzdem, diese Mühen nicht zu scheuen? 6 Gründe für Sport und Bewegung. Als Grund Nummer 1 lässt sich das niedrigere Risiko für verschiedene Erkrankungen nennen. Denn wie eine Reihe wissenschaftlicher Studien nachweisen konnte, sind körperlich Aktive weniger anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, haben seltener die Knochenerkrankung Osteoporose und die Gelenkserkrankung Arthrose, leiden weniger häufig unter Übergewicht und Adipositas und sind seltener von manchen Krebsarten betroffen als körperlich Inaktive. Das hat nun zur Folge, dass auch die Lebenserwartung von körperlich Aktiven höher ist als die von Inaktiven. Unseren Grund Nummer 2. Als grobe Faustregel dabei gilt, durch jede Stunde intensiven Sports gibt es etwa 2 Stunden Lebenszeit dazu. Aber es muss auch nicht immer Sport sein. Wer häufig in Haus und Garten arbeitet, einen zügigen Spaziergang macht oder regelmäßig Treppen steigt, genießt ebenfalls gesundheitliche Vorteile. In einer prospektiven Kohortenstudie aus Taiwan wurden über 400.000 Männer und Frauen über 12 Jahre lang untersucht und es wurde festgestellt, dass bereits 15 Minuten körperliche Aktivität am Tag das Risiko eines vorzeitigen Todes reduziert. Fazit: Körperlich Aktive leben länger als Inaktive, und zwar je aktiver und intensiver die Aktivität ist, desto länger die Lebenszeit. Und das Beste daran, sie leben nicht nur länger, sondern auch glücklicher. Grund Nummer 3 lautet also, körperliche Aktivität steigert die Lebenszufriedenheit. Wer kennt es nicht? Dieses schöne Gefühl nach einem anstrengenden Workout oder einer schönen Joggingrunde, das unter anderem auch als Runner's High bezeichnet wird. Dabei ist es wissenschaftlich noch gar nicht vollständig geklärt, was denn nun genau zu diesem Glücksgefühl beiträgt. Sind es die häufig diskutierten Endorphine, also Glückshormone, oder doch etwas ganz anderes? Ganz ehrlich, solange es funktioniert und wir uns nach dem Sport so stark wie Popeye fühlen, kann uns der Grund doch auch egal sein. Wir halten fest, Bewegung macht einfach glücklich. Die Psyche spielt immer mit. Das habe ich zumindest einmal gehört. Passt aber auch hier, denn als Grund Nummer 4 lassen sich positive Effekte auf die Psyche nennen. In mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Sport und Bewegung das Selbstvertrauen erhöhen, das Stress- und Angstempfinden reduzieren und einer Depression positiv entgegenwirken. Körperlich Aktive trauen sich somit mehr zu, was nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Erfolg im beruflichen Leben und damit dem Geldbeutel zugutekommt. Ein erfreulicher Nebeneffekt von Sport ist Grund Nummer 5. Durch Sport und Bewegung erhöhen sich die sozialen Kontakte. Freunde haben sehr große und doch häufig unterschätzte positive Effekte. Nicht umsonst wird Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation WHO als einen Zustand völligen physischen, psychischen und auch sozialen Wohlbefindens definiert. Ein unschlagbarer Grund für Menschen mit Hämophilie und für uns die Nummer 6 ist jedoch ein anderer. Wissenschaftler aus Kanada, Spanien und Deutschland haben herausgefunden, dass Sport und Bewegung bei einer adäquaten Prophylaxe die Effizienz der Hämophiliebehandlung steigern und das Blutungsrisiko senken kann. Und das wiederum bedeutet weniger Spritzen, mehr Freizeit, gesündere Gelenke und ganz allgemein weniger Ärger. Es sprechen viele Gründe für Sport und Bewegung.
Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Hämophilie, profitiert von den Vorteilen körperlicher Aktivität. Unser Motto lautet deshalb: Es ist nie zu spät, um anzufangen, aber immer zu früh, um aufzuhören.